Was war da nur letzte Folge los? Was war letzte Folge los gewesen? Hohe Gewinne, eine lustige Runde nach der anderen und die nächsten drei warten natürlich noch auf das Spielen. Deswegen, wir wollen sie nicht warten lassen. Let's play Who Wants to be a Millionaire? So, und damit willkommen zurück zu WWM. Ihr wisst ja im Chat schon Bescheid, wie es läuft. Und wir haben heute noch drei verbliebene Kandidaten im Chat, die mitmachen wollen. Und wie die abschneiden, sehen wir auch gleich, nachdem ich mal erzählt habe, wer da überhaupt noch so alles übrig ist. Denn im Chat noch übrig sind diese Herrschaften hier. Hoppla! Einmal ist es nämlich der Unicode, der übrig ist, genauso wie auch der Reborn Kenji und auch der Grießkram TV. So, dann schaffen wir was. Schön fühlen sich nicht umsonst. Ich habe genug geschafft für heute, mein Freund. So, ihr drei wisst ja, wie es läuft. Die Auslaufgabe lockt ihr ein über dreimal kleinem F, Leerzeichen, dann in Großbuchstaben, zum Beispiel dreimal kleines F, Leerzeichen, dann groß A, B, C, D. Ihr müsst jetzt erstmal die vier Antworten in die richtige Reihenfolge bringen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Deswegen, ihr habt mit dem Stream Delay ca. 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Normalerweise sind es nur 20 und wir gucken mal, wie es bei euch wird. Bitteschön. Ordnen Sie diese Nahrungsmittel aufsteigend nach Ihrem Fettgehalt auf 100 Gramm. Walnüsse, Honig, Vollmilch, Weizenkeime. Drei kleine Fs, Leerzeichen und dann, genau wie Spirit das gerade macht, in Großbuchstaben eure Antwort. Das Spirit ist ja schon raus, deswegen. Und Zeit ist bald um. Wups. Zeit ist auch um für den Delay. Dann haben wir doch mal Folgendes. Aufteilen nach ihrem Fettgehalt auf 100 Gramm. Fängt an beim Honig mit dem geringsten Anteil. Danach kommt Vollmilch, gefolgt von Weizenkerne. Danach haben wir Walnüsse B, C, D und A. Hat nur Grießkram hinbekommen. Glückwunsch. Klar habe ich gerade gegoogelt, Legend, Mann, ja, so, das ist trotzdem kacke. Ich glaube, ich muss nachher mal eine Bannliste aktualisieren, mal. Dennoch. Dramatik pur. Grießkram kriegt dieselben Regeln natürlich auch wie alle anderen. 14 Fragen. Sicher ist die 25.000 nach Beenden der ersten Runde, denn alle Fragen und Geldbeträge in Runde 1 werden durchgemischt. Ring, bumm. So. Wie Magie, alle Fragen gemischt, alle Geldbeträge gemischt. Ich mache nur mit, wenn ich das Geld bekomme. Nö, gibt's nicht. Ich zahle nichts aus. Ist just for fun. Deswegen, los geht's. Wer moderiert ab Januar 2002 Aktenzeichen XY ungelöst? Jörg von Torra, Rudi Serne, Kai Böcking oder Jörg Pilawa? Es buggt bei dir? Hö, was denn da los? Wenn der Stream laggen sollte oder bei euch hängen sollte, drückt doch mal einfach mal F5. Aber wenn jetzt gegoogelt wurde, dann ist es irgendwie schade. Ist es auch. Wäre es auch in dem Fall. Wir sind letzte Runde. Das ist natürlich doof, weil Grießkram hängt es gerade, wenn er am Spielen ist. Ja. Antwort B. Rudi Serne ist richtig. Erste Frage durch, was ist dahinter für dich? Es sind alle haben das Glück, direkt hohen Betrag 15.000, außer Spirits. 15.000 gesichert, Frage Nummer 2. Wer ist in 50 Shades of Grey? Lernt Millionen Kinozuschauer besser kennen? Markus, Christian, Stefan, Karl-Heinz. Hallöchen, Malte! Das hat mir auch angefangen. Ging es nach und nach bergab. Spannende WWM-Runde. Ja. Bin gerade erst an.
Staffelformat. Reeskram spielt gerade vor allem. Scheiße, hier hab ich schon wenig Ahnung. Ja, wie gesagt, die Fragen sind durchgemischt. Es ist nicht aufsteigende Schwierigkeit. Die Fragen sind mal schwer, mal einfach. Die sind komplett durchgemischt worden. Genauso wie auch die Geldbeträge. Nur weil hier die Zahlen 1 bis 10 stehen, heißt nicht, dass sie aufsteigend spielen. Die Fragen sind genauso gemischt wie auch die Gewinnsummen. Es gab auch schon Leute beim Schadensformat, die haben bei der ersten Frage einen Joker genommen. Insofern ist es nichts Dramatisches. Hätte auch keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es könnte eine schwierigere Frage sein. Aber die Frage sollte lösbar sein. Ansonsten, wenn es nichts bringt, Publikumsjoker, Jump the Question oder Ask a Friend. Wir sind so plus one, wir sind so plus eins in dem Sinne auf Deutsch. Das weiß ich sogar nicht. Oh. Eieiei. Ist schon so weit bei dir. Ich denke, es ist B. Wie gesagt, du kannst so viel schreiben, ich sag wie du willst. Erst wenn du reinschreibst Final oder Lifeline, dann wird gehandelt. Oder Walk Away halt. Aber das ist dumm, du hast noch drei Joker in dem Sinne. Das klang sehr unsicher. Ich denke, es ist B. Du hast dich getraut, gewagt und richtig gelegen. Es ist richtig. Sehr gut. 25.000 sind raus. Jetzt habe ich eine Frauensache. Hab's zwar nicht gesehen, gelesen, aber ich denke, ich weiß es. Ja, klar, Karl-Heinz konnte man ausschließen, Mann. Hast du recht. Das wäre der bescheuerste Name von allen. Ja, zwei Fragen, die zwei höchsten Beträge im Spiel direkt weg. 40.000 mit zwei Fragen. Ist mal ein nettes Sümmchen, ne? Und hier kommt schon Frage Nummer 3. Welche Gewerkschaft hat die meisten Mitglieder? Ja, yep, Schaffelformat. ÖTV, HBV, IG Metall oder IG Medien? Das ist auch machbar, das da. Bei dem hast du auch angekommen. Nice. Wie gesagt, du kannst dich ins Studio reinjoinen, wenn du willst, wenn du mitmachen willst, über den Chat. Mal hier nochmal aktualisieren. F1. So, jetzt wieder den Chatbot reconnecten. Insofern. Ich würde sagen, C sagen, bin mir aber sehr unsicher. Du hast drei Joker, wie gesagt. Du kannst Publikum fragen, du kannst die Frage springen, den Betrag dahinter verlieren. Du hast schon zwei der drei höchsten Beträge in der Runde 1 mitgenommen bis jetzt. Also insofern alles gut. Also nicht die letzte Runde, nein. Also wir machen jetzt für die Folge hier, für die Aufnahme gerade, für diejenigen, die es nachher auf YouTube sehen werden. Also mit euch beiden in jedem Fall durch. Und also wenn wir jetzt vier Leute sind, macht meinetwegen vier Leute als Beispiel. Das ist definitiv noch nicht die letzte Runde, keine Sorge. Ich frag meinen Freund, okay? Hier, mein Freund. Ich denke, dass dir das hier gefallen wird. Ich bin mir sehr sicher, das ist Antwort C, ich Metall sein muss. Ich bin mir 72% sicher. Ja, vor allem witzig, wie er IG zu ich vorliest. Ich. Was heißt denn wohl IG? Interessengemeinschaft, Interessengewerkschaft, klingelt da irgendwie sowas? Ist einfach richtig. Die IG Metall hat die meisten Mitglieder und die hat auch 2000 Dollar. Wunderbar. Joker gut eingesetzt, drei Fragen gespielt. Hier kommt Frage Nummer 4. Was wächst in vielen Blumenkübeln und Balkonkästen? Feuriges Lieschen, glühendes Mariechen, flammendes Kätchen oder brennendes Gretchen? Hört dein Spiel auf den IRC-Chat oder nutzt du die Twitch-Events-API? Ich gebe den IRC-Chat. Also ich gebe den IRC, ja. Er liest quasi die Nachrichten ein.
ich splitte die auf, guck, was drin steht, ob die Bedingungen erfüllt sind, dass ich sie nutzen darf und dann let's go. Komme gerne gleich dazu, muss erstmal was essen. Ja, ja, mach langsam. Hängt gerade wieder bei mir. Ja, gut. Was wechseln viel in Blumenkübeln und Balkonkästen? Ist eine schöne Frage, da muss ich sagen. Ich hätte eine Idee, aber ich weiß es, glaube ich, auch nicht genau unbedingt. Wie gesagt, für diejenigen, die zuschauen, die sich unterhalten wollen, ihr könnt, wenn ihr oben in den Chatraum wechselt, bei den drei kleinen Strich mit dem Dreieck drauf, könnt ihr unter, ich glaube, Live Gameplay heißt der Channel, irgendwie sowas, könnt ihr gehen und euch da quasi unterhalten beim Zuschauen. Diejenigen, die im Hauptspiel mitmachen, hier können im Hauptchat natürlich bleiben. Kollege hat Kleber gekauft. Du sagst C, flammendes Kätchen. Stimmt. Stimmt, richtige Antwort. So, 15.000 dahinter? Ne, sind nur 7.000. Und 49.000 in der Bank drin. Vier Fragen in Runde 1 geschafft. Und die kleinen Beträge sind noch alle weit versteckt da oben. Mal gucken, welchen du erwies als nächstes. Los geht's! Worauf findet man seit Juli 2003 regelmäßig eine persönliche Kennung namens Swiftbig und IBAN? Ja, Steuerkarte, Telefonrechnung, auf dem Führerschein oder auf dem Kontoauszug? Das kriegst du aber hin. Das kriegst du hin. Das ist sowas von easy. Ist es auch wirklich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich diese Figürchen da noch umbaue. Ich hätte sogar eine Idee, wie ich es noch machen würde. Swiftbig und IBAN. Wo stehen die drauf? Scheiße, A oder D? Steuerkarte oder Kontoauszug? Ja? Sind das Tic-Tacs? Das sind nichts anderes wie Kapsel mit einem Quader in dem Gesicht als Brille und der andere rechts hat sogar einen Quader auf dem Kopf als Haare. Du sagst Steuerkarte A. Muss ich leider enttäuschen. Das ist Kontoauszug. Es ist der Kontoauszug leider. Das sind Minions. Demzufolge gehst auch du leider raus mit 1000 Dollar. Wie gesagt, die Null ist noch Anzeigefehler, ja. Ja, so kann's gehen. Dennoch, diejenigen, die im Chat noch drin sind, kriegen natürlich jetzt die nächste Auslaufgabe, und zwar Unicode und, muss mal selbst gucken, wen es war. Und Kenji, ihr zwei, ihr wisst ja, wie es läuft. Wir machen die nächste Frage. Hier hat er nämlich wie folgt. Ordnen Sie diese Wörter aufsteigend nach der Anzahl der Buchstaben. Briefkasten, Briefgeheimnis, Briefumschlag, Briefmarke. Drei kleine Fs, Leerzeichen und dann die Großbuchstaben, die Antwort. Ihr wisst ja, wie es läuft. Malte mit Join. So, eure Antworten sind drin. Ups. Und die Lösung bitte. Briefmarke ist am kürzesten, gefolgt von Briefkasten, Briefumschlag und danach haben wir Briefgeheimnis. Das sieht man auch hier wunderschön als Pyramide gerade hier in der Übersicht. Wird da unten länger. So, also DACB, das habt ihr glaube ich soweit hinbekommen. Alle beide. Und Kenji war am schnellsten gewesen, der Bug ist immer noch drin. Selbes Spiel, selbe Regeln, 14 Fragen. Die 25.000 oben sind sicher, wenn du aus Runde 1 raus bist.
Wir mischen aber erstmal in Runde 1 alle Fragen sowie auch alle Gewinnsummen. Bitteschön. So. Alles ist gemischt, versteckt und ready zum Starten. Wer rastet ein, wenn die Zimmertür zuknalle? Sinke, fliege, falle, plumpse. Wenn ich die Zimmertür zuknalle. Die Falle. Richtige Antwort. Erste Frage geschafft. Was ist dein erster Betrag für heute? Es sind $3.000, die in deine Bank reinwandern. Und viel Geld, was noch oben hin wartet. Bitteschön. Boah, habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Was? Sehr beliebt bei den Freunden der Volksmusik sind die Kastelruter, Lerchen, Spatzen, Nachtigallen oder Kanarienvögel. Ne, ohne Scheiß. Was? Oha. Woher sind die Fragen? Größtenteils aus echten Sendungen. Also eigentlich alle aus echten Sendungen. Schöner Boden im Studio. War klar, dass dir das sofort auffallen würde. Du sagst Kastelruter, Spatzen. Stimmt auch wieder. Wunderbar. Und für die Frage gibt es wie viel? 5.000. Sehr schön. Das macht 8.000 soweit. Und hier kommt Frage Nummer 3. Zu welcher Rockformation gesellte sich Neil Young Anfang der 70er Jahre? Peter, Paul und Mary, T-Rex, Crosby, Stills und Nash oder Rolling Stones? Der Neil Young. Wie gesagt, wenn du es auch nicht weißt, gibt drei Joker zur Hilfe. Publikum, Frage sprengen oder Freundfrage in dem Fall. Er sagt C, Crosby, Stills und Nash, hat ein bisschen gezögert und gebraucht. Richtige Antwort. Sehr gut. So, komm. Jetzt muss ein hoher Betrag fallen. Jetzt aber. Das sind? Die 10.000 sind weg. Die 10.000 sind in der Bank gesichert. 18.000 hast du. Wunderbar. Drei Fragen in Runde 1. Hier kommt Nummer 4. Bitteschön. Welchen Titel trägt ein Großstadtroman von Alfred Döblin? Berlin-Alexanderplatz, Frankfurt-Römerberg, Hamburg Gänsemarkt, Dresden Theaterplatz. Im Live-Gameplay ist keiner gerade da. Passiert. Berlin Alexanderplatz. Ist natürlich auch der einzige, der irgendwie Sinn macht. Deswegen richtig. Die Frage war nur leider $1.000 wert. Das gibt schon gesamt 19.000 für deine Bank. Und wir gucken uns die Halbzeitfrage, Frage Nummer 5 an. Tortilla ist die typisch spanische Variante des Apfelstrudels, der Lasagne, des Omelettes, der Maultasche.
So, auch eigentlich wieder rum easy. Das Zimmer muss groß sein, aber schlagst du dich mal ein. Das Omelett, sagst du. Die Frage kam irgendwie schon 1000 Mal. Wett? Die Frage ist halt einfach bekannt, also ja. Aber trotzdem, es ist wieder richtig. So. Kommt was Großes, was Kleines für dich. Kommt hier. 15.000, wunderbar. 15.000 sind auch wieder weg. 34.000 in der Bank, 5 Fragen in Runde 1 geschafft. Ja, 34.000 beim Aussteigen würdest du also 17.000 mitnehmen. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit Runde 1. 3 Joker noch da, sieht sehr gut aus. Wir gucken mal weiter mit dieser Frage. Denn diese lautet wie folgt. Wer lieferte Berichte aus der näheren Umgebung, aber nicht nur aus dem Wirtshaus? Bistro-Reporter, Kneipenjournalist, Lokalredakteur oder Pinten-Korrespondent? Pondent. Okay, die Frage ist aber auch echt wieder. Das hier ist eine von diesen ersten 5 Lulli-Fragen, muss man sagen. Das ist wieder so eine Lulli-Frage. Lokaler Reaktor, war klar. Was soll ich dazu sagen? Das ist richtig. Es könnte so eine 50er oder 100er Euro Frage gewesen sein. Dahinter ist aber wie viel? 2000 Dollar. Das heißt, es gibt schon 36.000. Und hiermit kommt ein bisschen was dazu. Welcher vermeintliche Luxusartikel ist auch im Necessaire von Normalbürgern zu finden? Pinzette mit Goldspitze, Nagelklipse aus Elfenbein, Pfeile mit Platinkante oder Schere mit Brillantbesatz? Ich überlege gerade selbst. Ja, könnten glaube ich 2 Sachen sogar sein für mich. Und schon stand Kenji auf, rannte ins Badezimmer und untersuchte seine Pinzetten und Nagelknipser. Nicht so wie viel der ist. Einfach anschauen, welchen du haben willst, reicht schon. Also Publikumsjoker. Welcher vermeintliche Luxusartikel ist auch im Necessaire von Normalbürgern zu finden? Pinzette mit Goldspitze, Nagelknipser aus Elfenbein, Pfeile mit Platinkante oder Schere mit Brillantbesatz? Natürlich wie immer alle Mann in den Chat schreiben, wenn ihr es wisst. Und ansonsten lassen wir mal das Spiel abstimmen. Da kommt ein A, ein C. Was haben wir noch im Angebot? Wir haben ein A und ein C zu bieten im Chat bis jetzt. Was kommt noch? Ingame sind 68% in der Antwort A. Da haben wir noch ein A dazu bekommen. Also schon mal 2-3 im Chat für A. Und Ingame, ja, gefühlt ja, 85% für Antwort A. Insofern, deckt dich ab. Pinzette mit Goldspitze. Stimmt. So. Kleiner Betrag oder großer? 100, 500. 2000 haben wir schon gehabt. 100, 500, 7000 oder 25.000. Hinter der Frage sind. Sauer. 25.000 Dollar sind weg. Das macht 61.000 als Bank. Ein sehr guter Puffer. 7 Fragen erledigt. 3 Fragen to go. Hier kommt die 8. Bitteschön. Worüber klagen hierzulande Natur- und Tierschützer? Vergurkung des Bodens, Verlauchung der Seen, Vermeisung der Landschaft oder Verkümmelung der Luft? Zwei Joker-Frage springen oder Freund fragen?
Also ich habe meine Runde eben richtig vergurkt. Vermeisung der Landschaft. Überall siehst du echt größtenteils mal Mais wachsen, ne? Aber Zweifel dafür, ne? Holland oben, da findest du haufenweise Kohl angebaut. Das ist genauso furchtbar. Aber richtig. So, 7000, 100 oder 500. Es gibt 7000. Wunderbar. Zwei Fragen bis Runde 2. Zwei Joker, das ist sehr, sehr legit. Also, das ist sehr legit machbar. Gucken wir mal uns Frage Nummer 9 an. Bitteschön. Im Schiller-Drama Wallensteins Tod heißt es, ich habe hier bloß ein Amt und wenig Ahnung, keine Meinung, zu viel Zeit oder nichts zu sagen. Hauptsache der Mais schmeckt, ich wundere mich selbst gerade. Ja, bei so viel Mais hast du wohl keine, wenig Ahnung und viel zu viel Zeit zum Essen. Aber gut. Von Essen bis hin von Natur zu Büchern. Bis hin zu Dramen, ja. Literatur. Du kannst die Frage springen, also jump the question, oder du kannst noch einen Freund fragen in dem Sinne. Eigentlich garantiert es sich, die Frage zu überspringen. Kommt kein hoher Betrag mehr, oder? Nein, du hast nur noch übrig 100 oder 500 Dollar, die als nächstes kommen würden. Insofern kannst du die Frage gefahrlos springen, weil die 68.000, die sind abseits von 600 Dollar das Maximum, was du in Runde 1 spielen kannst. Willst du die Frage überspringen oder einen Freund fragen? Es kommt entweder 100 oder 500 Dollar. Weil in Runde 1 der Spiel, sind gesamt 68.600, du hast 68.000 in der Bank liegen. Bleiben also nur noch 100 und 500 übrig. Eins von beiden fällt weg gleich. Dann jump the question. Alles klar. Die Frage ist auf dem Spiel. Richtig gewesen wäre, keine Meinung. Hätte ich auch nicht gewusst. Niemand drauf gekommen. Was war es gewesen? 100. Ein großer Deal. Ja, das heißt, Frage 10 ist 500 Dollar wert. Viel Spaß damit. Ein Emeritus ist landläufig ein Hochschullehrer im Ruhestand, Kopfstand, Dämmerzustand, One-Night-Stand. Gut, okay, muss auf Deutsch vorlesen. Ruhestand, Kopfstand, Dämmerzustand oder One-Night-Stand? Genau. Super. Final A. Dann. So, wir den Bot reconnecten einmal. Die Frage ist so spannend und dramatisch. Die geben wir mal an alle Zuschauer weiter. Schreibt die Meinung in die Kommentare. Ich meine, da bin ich mir nicht sicher. Lustige Vögel, ey. Ihr seid so Spaßvögel, Leute. So. Ein Emeritus, landwirtschaftlicher Hochschullehrer im Ruhestand, Kopfstand, Dämmerzustand, One-Night-Stand, das ist ein One-Night-Stand. Ist sehr klar und einfach. Ruhestand A. Richtig. Demzufolge hast du auch Runde 1 geschafft. Gratulation dazu. Du hast noch jetzt 4 Fragen vor dir und einen Joker hast du noch. 68.500 ist jetzt dein Betrag, wenn du aussteigen solltest. Ansonsten, wenn du jetzt eine falsche Antwort gibst, auch für dich nochmal zur Erinnerung, du fällst auf 25.000 runter zurück und gehst auch mit 25.000 raus. Ja, gucken wir mal, von 68.000 nach 100.000 ist nicht weit, aber trotzdem kommt hier eine 100.000 Dollar Frage. Los geht's! M und P fehlen im russischen ABC
bekämpfen James Bond, werden bilabial gebildet, sind arabische Zahlen. Ich denke, ich kann zwei Sachen ausschließen, ja. Könnte ich, glaube ich, auch, weiß ich auch nicht genau. Geht ja auch um 100.000, nicht vergessen. Ist ja auch ein nettes Sümmchen. Ask a friend, okay? Hey, mein Freund, ich kann's dir nicht wirklich beantworten. Ich meine, es wäre D, sind arabische Zahlen, ich bin mir zu 48% sicher. Reicht dir das? Er kann's dir nicht wirklich sagen, er meint, es wäre D. Mir wäre das zu riskant. Hätte die echt riskant. 100.000 können es werden mit einer richtigen Antwort. Mit einer falschen und du verlierst von deinen 68.500. Ja, sagen wir mal Pi mal Daumen. 43.500. Aber liegt bei dir. Wenn ich jetzt aussteige, hätte ich 68.500. Das wäre richtig. Du hättest jetzt, wenn du aussteigst, die 68.500 gesichert. Die sind dir, die nimmt auch keiner weg. Das ist die Regel von Shuffle. Wenn du aus Runde 1 rausgehst, hast du das Ding sicher. Mit dem, was du aufsteigst. Falsche Antwort: Sicherheitsstufe 25.000. Liegt bei dir aber. Egal, Risiko, wird dir eingeloggt. Arabische Zahlen. Im Chat war eine große Unsicherheit bei der Frage gewesen. Das ist, glaube ich, falsch, sorry. Leider haben diejenigen im Chat recht. Zum Beispiel das M ist eine römische Zahl gewesen für 1000. Dennoch werden M und P bilabial gebildet. Dennoch sind es keine 1000, es sind 25.000 trotzdem. Gut gespielt. War eine gute Runde. Tut mir aber echt leid. 25.000 sind sie draußen geworden. So. Das bedeutet wiederum, dass jetzt noch zwei Leute sich im Chat prügeln werden, nämlich der Malte zusammen. Ja, wie soll ich sagen, mit dem Unicode. Einer von euch beiden wird der nächste sein. Und wir gucken mal, wer von euch beiden es wird. Wir spielen nämlich die nächste Auslaufgabe, die nämlich wie folgt lauten wird. Ihr wisst ja, drei kleine Fs, Leerzeichen, in Großbuchstaben die Reihenfolge. Bitteschön. Ordnen Sie diese Tiere nach der Anzahl ihrer Beine von niedrig bis hoch. Neuntöter, Weberknecht, Steinbock, Zitronenfalter. Sicher, sicher. Ach, Spirit, du machst doch nicht mit. Du bist doch schon rausgespielt. Hast du schon gespielt gehabt? Die Zeit ist um. Malte hat eingeloggt und Unicode ebenfalls. Zwei verschiedene Antworten. Mal gucken, ob einer von euch beide recht hat. Wissen Sie, wer von euch beide recht hat? Die Auflösung lautet wie folgt: Wir haben angefangen von niedrig bis hoch beim neuen Töter. Dann kommt im Nachhinein der Steinbock, der 4, danach haben wir Zitronenfalter und danach haben wir den Weberknechten A, C, D und B. Ich sehe einen. Ich sehe einen Malte, jawohl. Hey, warte mal, was? Der schon wieder?
Immer dieser Malte, der ist immer überall dabei. Aber gut. Ich meine, jeder darf mitspielen. Er kommt um. Ich habe gerade gelesen, weil du schreibst, er kommt ohne Joker bis zur Mitte. Ich habe gerade gelesen, er kommt ohne Joker bis zur Mitte in den Stuhl. Das wäre so super. Das wäre super. Er kommt ohne Joker auf den Stuhl. Brauchen Sie eine Gehhilfe? Wollen Sie einen Freund fragen? Wir wollen natürlich niemanden diskriminieren, nee, wissen wir ja. So, aber gleiche Regel, gleiches Glück. Wir schaffen die Frage einmal. Wups, die sind weg. So, und wir starten direkt los. Wie lautet der vollständige Vorname von Ex-Präsident und Nobelpreisträger Jimmy Carter? Jim Bob, John Ross, James Earl oder Joseph Conrad? Sind Sie Joseph Conrad? Wie heißt der Kollege? Na toll. Hey, beim Standardformat ist es nicht schlimm, direkt bei der ersten Frage Joker zu nehmen. Das haben schon einige vor dir gemacht. War nicht im Stream, aber ich meine allgemein während der Zeit im Standardformat. Es könnte direkt eine Frage C sein. Oh Gott, hätte ich ja den Joker gebraucht. Publikum. Wie gesagt, ist nicht schlimm, ist Schaffelformat. Das kann passieren bei den Fragen am Anfang. Dann Publikumsjoker. Wie lautet der vollständige Vorname von Ex-Präsident und Nobelpreisträger Jimmy Carter? Das ist Jimmy. Das ist Jim Bob, John Ross, James Earl, Joseph Conrad. Ihr im Chat dürft wie immer mitraten in die Tasten und los. Da kommt schon ein B rein von Justin. Könnte geraten sein, keine Ahnung. Wir haben B, A, B, B. Also B ist es nicht, achso. Ingame sagen wir aber die meisten. Oh. Relativ knapp beieinander sind aber B und C. James Earl und John Ross. Der Chat sagt zu 1, 2. Zwei Leute sind für B, einer für A, zwei für C. Also auch so ein bisschen gesplittet. Das spiegelt das Ergebnis hier wunderbar wieder. Zwei Leute sagen B, zwei Leute sagen C, einer sagt A. Freund fragen. Das war bei der ersten Frage alle Joker raus, das wäre so witzig irgendwie. Hier, ihr mein Freund. Weißt du, dass du mit mir bei der Frage ein Riesenglück hast? Es ist definitiv Antwort C, James Earl. 100%. Ich weiß das. Damit ist es wohl entschieden. Diese 3% zwischen 45 und 42%, die haben es ausgemacht. Und C ist auch richtig. Zwei Joker bei der ersten Frage ist übel, aber hey, vielleicht gibt's ein bisschen gutes Geld. Es gibt wie viele hier hinter? Ja gut. Okay, nur 2000. War ein schwerer Kampf gewesen, trotzdem überstanden. 9 Fragen in Runde 1 verbleibend. Du kannst noch eine Frage springen. Hier ist die zweite Frage. Wer sich zwischen zwei Möglichkeiten nicht entscheiden kann, der steckt zwischen Hemd und Hose, Leber und Milz, Himmel und Erde oder Baum und Borke. Tatsächlich, also beim neuen Spiel ist der Telefonjoker um einiges schlimmer als vorher. Also es gibt deutliche Variationen, nicht nur vom Wissen, von der Wahrscheinlichkeit, wie er es weiß, wie sicher er sich ist. Es spielen da mehr als nur zwei Faktoren eine Rolle in diesem Sinne. Der ist ein bisschen extremer geworden, also insofern, was das angeht. Du hast auch gesagt, Antwort D, Baum und Borke. Stimmt ebenfalls. So, jetzt kommen wir. Bitte groß. Groß. Toi, toi, toi. Großer Betrag. Es ist. Ja. 100. 2100 in der Bank. Frage 3. Welche dieser Bezeichnungen ist so nicht im Duden zu finden? Nicht. Eigenbrötler, Eierkopf, Erbsenzähler oder Einfallspinsel? So nicht im Duden zu finden. Muss ich gerade selbst überlegen.
Ich glaube die. Muss gerade echt ein bisschen echt selbst überlegen. Könntest du mich nicht genau sagen? Wie gut ich einen Moderatorenbildschirm habe. Ich sehe was Grünes, das ist schon mal gut. Komm, jetzt aber hoher Betrag, bitte. Komm, lass mal Glück haben. Es sind. Auch nur 500. Da hast du eine Runde vom Pech verfolgt. Du hast letzte Runde zu gut gespielt dafür einfach. Das ist es, ne? Das Spiel bestrafe ich jetzt für die letzten guten Runden. Frage 4. Es wird besser. Es könnte besser werden. Für wen hängen in einer bekannten Fabel die Trauben im wahrsten Sinne des Wortes zu hoch? Für den Hasen, für den Igel, für den Fuchs oder für die Gans? Das könntest du aber wissen, dass da. Glaube ich zumindest, dass du das hinbekommen könntest. Antwort C, den Fuchs. Jawohl. So, jetzt hoffen wir mal, dass 25.000 dahinter stecken. Hört alle Daumen drücken. Drücken die Daumen alle. Und was ist dahinter für Malte? Es sind die 25.000, endlich. Das Blatt könnte sich wenden. Das Blatt könnte sich wenden. So, sehr schön. 25.000 in der Bank, 27.600 gesamt, 4 Fragen erledigt. Wir gucken mal weiter. Das fängt, das wird besser. Die kleinen Beträge sind ja alle raus. Es könnte nur noch was Gutes kommen, nach und nach. Frage 5. Lautet wie folgt: Bei wem ist das grammatikalische Geschlecht identisch mit dem natürlichen? Beim Jungen, beim Baby, beim Weib oder beim Mädchen? Junge, ey, final answer, sagt er, und easy going. Komm, lass mal was Cooles rauskommen. Es sind 25.000, waren vorher, 15.000 sind es jetzt schon. Das macht 40.000 mit zwei Fragen. 52.600 Höhe, 42. Sehr gut. Na, wenn die 15.000 da sind, kommen die 10.000 auch bestimmt bald. Nächste Frage, Nummer 6. Wenn Ameisen mit ihren Fühlern den Hinterleib von Blattläusen betasten, nennt man das Betrillern, Betrellern, Betrullern, Betrallern. Wenn Ameisen mit ihren Fühlern den Hinterleib von Blattläusen betasten, nennt man das. What? Ach du Scheiße. Frag mich nicht. Lass mich drüber reden. Die einzige Entspannung, die ich hier nehmen jetzt kann, ist, du hast 25.000 und 15.000 eben gewonnen. Wenn jetzt natürlich die 10.000 kommen würden, wäre ärgerlich, aber du konntest die Frage springen. Mit ein bisschen ne, Beruhigung. Du hast zwei hohe Beträge in die Bank geräumt eben. Haha, easy davor, RIP. Wie du willst. Er zockt entweder oder kann die Frage springen oder aussteigen. Ohne den Joker zu nutzen wäre ein bisschen dumm, deswegen wahrscheinlich eher Frage springen. Frage springen. Okay, du hast die Frage überspringen. Die Frage ist aus dem Spiel aufgenommen. Du musst sie nicht beantworten. Die richtige Antwort gewesen wäre A. Betrillern. Hätte ich ein Leben nicht gewusst. Dahinter war was gewesen? Oh, ja, die 10.000. Das war jetzt Pech. Trotzdem, weiter geht's. 10.000 sind weg, aber hey, damit sind sie die Gefahr gebannt, irgendwas Schönes auszuräumen. Jetzt kommt das Gesamte nach oben in das gesamte Mittelfeld von 1.000, 3.000, 5.000, 7.000. Bitteschön. Steht am regulären Ende eines Wettbewerbs kein Sieger fest, kommt es meist zum Hauen, stechen, schlagen, beißen.
Kann nur noch einfacher werden, schwere Fragen waren ja schon. Ja, wie zum Beispiel beim Schlechen. Richtige Antwort. Und dafür gibt's 1000. Dann kommt es zum Beißen. Gab es schon, ja klar, gab es die Frage schon, aber ich habe nicht auf Duplikatsprüfung gemacht, weil vor allem es spielt immer jemand anders, deswegen. 2000, Quatsch, ne 2000, was laber ich da? Achte Frage, bitteschön. Ein Lichenologe hat meist Botanik studiert und ist Fachmann für Flechten, Kämmen, Tupieren, Blondieren. Wie verraten? Das macht doch keinen Sinn, 2000 gab es schon bei Frage 1. Lichenologe, Botanik studiert, ist Fachmann für. Also die Frage ist echt easy, Final A. Der Bot macht wieder Mimimi, so wie es aussieht, aber egal. Ist auch richtig, ist ja natürlich ganz klar, Flechten. So, wir haben noch 5000, wir haben noch 7000 und wir haben noch 3000 drin. Was gibt's für dich? Es gibt 3000. Das macht 46.600. Eine Frage näher an Runde 2, hier kommt Frage Nummer 9. Wo fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? Die Frage hat man glaube ich schon mal gehabt. In Athen, in London, in New York oder in Rom? Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Man beachte die Schweißperlen auf seiner Stirn. Fängt an zu schwitzen. Antwort A lockt ein, Athen. Ob das stimmt, gucken wir uns gleich mal an. Der muss weiter schwitzen, der Junge. Bisschen schwitzen mussten noch. Zu hatte ich schon im Chat. Also er weiß anscheinend sehr gut Bescheid. Die ersten Spiele der Neuzeit, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden statt in Athen, London, New York oder Rom. Er hat gesagt, Antwort A, Athen, Lukas Datum im Chat geschrieben, 896 und hat recht. So, was haben wir noch? 5000 oder 7000? Es gibt jetzt die 5000, wunderbar. Das heißt, die nächste Frage ist 7000 wert und vom Gefühl her müsste es jetzt nur noch eine relativ einfache Frage sein, weil bis jetzt war es alles so eher oberes Mittelfeld. Gucken wir mal uns Frage 10 noch an. Bitteschön. Eine Shakespeare-Komödie trägt den Titel Wie es euch gefällt, beliebt, genehm ist oder in den Kram passt. So etwas? Ui, ich glaube es zu wissen. Unicorn hat eine Ahnung. Malte, wie sieht's bei dir aus? Er haut gefällt raus, hat auch ein bisschen gezögert bei der Frage. Das einfachste von. Ist B. Einer sagt A, der andere sagt ist B. Wie gut das Bild nicht. Na, gut, nicht Spaß. Wie gut, dass Unicode noch nicht spielt, denn Spirit hat's recht und Malte genauso. Okay. 7000. Somit ist Runde 1 bestanden. Sehr gut. Runde 1 ist auch bestanden. Du hast in der Bank jetzt 58.600. Wenn du jetzt aussteigst, kannst du die behalten. Aber jetzt mit der nächsten Frage heißt es
Man könnte fast sagen, verdoppeln. Wir verdoppeln auf 100.000 circa oder du verlierst etwas mehr als die Hälfte runter auf 25.000. Hier kommt erstmal Frage 11 für 100.000. Let's go! Was traf vor über 40 Millionen Jahren auf Asien und bewirkte die Bildung des Himalaya? Ein Meteorit, Indien, Sonnensturm oder eine Flutwelle? Geht ja schon in der letzten Runde weiter. Gegebenenfalls haben wir gleich schon eine Runde Game Dev. Müssen Sie mal noch ein bisschen dran, weil ihr seht ja quasi noch zwei Sachen funktionieren nicht ganz wirklich, wie sie sollen. Oder ich mache wahrscheinlich schon am eventuell Frage-Editor so weiter. Mal gucken. Du lockst Antwort B Indien ein. Antwort B Indien. Naja. Gebirge, Berge treffen, bilden sich, wenn ich. Ne, Platten hier, wups, schieben und hier. Yeah. Richtig. Könnt ihr euch auch nochmal joinen lassen, nachher, wenn dann. Erstmal muss der Unicode noch spielen. Was er sonst unfair ist ihm gegenüber. Jetzt wartet er schon gleich 4 Runden lang. So, 100.000 geschafft. 250.000 ist diese Frage hier wert. Und sie lautet wie folgt. Wer lieferte den Titelsong Searching My Soul für die Serie Ally McBeal? Wanda Shepherd, Donna Lewis, Sheryl Crow oder Natasha Bedingfield? ...250.000 können gewonnen werden, 100.000 sind in der Bank drin, 25.000 wäre die Sicherheitsstufe gerade aktuell. Drei Fragen zur Million. Und du sagst am Anfang in der ersten Frage, ach scheiße, heute ist nicht mein Tag. Was? Scheiße, habe eine starke Vermutung. Die Frage ist, riskierst du es oder nicht? 25.000 ist die Sicherheitsstufe, du kannst ja etwas mehr zu doppeln oder ein Viertel... auf ein Viertel zurückfallen. Ich konnte. Nein. Es ist deine Frage. Es ist deine im Spiel. Du entscheidest, ob du zocken willst. Ich habe darauf keinen Einfluss, aber ich kenne dich ja. So wahnsinnig wie du bist, wirst du wahrscheinlich jetzt eh 100 Pro. Frag mal den Chat. Frag mal den Chat, ist für alle Fragen. Also gut. Soll er zocken, Leute? Nimm das Geld, schreibt schon jemand. Also ich meine, diejenigen, die Malte kennen, die wissen, dass er, was das angeht, relativ wahnsinnig mit Zocken ist. Ich traue es ihm zu. Die Frage ist, was traut er sich zu? Die Frage ist, welche von den vier Antworten will er einloggen? Ich meine, ich habe auch eine Idee gefühlt. Die Frage ist, ich würde lieber sicher gehen. Ja, im Chat sind verschiedene Spieler also. Die einen wollen zocken, die einen trauen ihm zu, die anderen sagen, nee, ich nehme lieber das Geld und gehe nach Hause. Auch wenn es so virtuell ist, aber hey. Ich würde lieber der Depp mit 11 Fragen als mit 10. Das Problem ist einfach, ich habe schon so viele Fragen gespielt. Das ist das Problem. Dennoch gibt es noch viele, die du nicht wissen kannst. Ich weiß. Du hast ja auch ein eigenes Spiel. Haha. Nur weil es cooler. Ich würde zocken. Ist ja nur virtuell. Ich zocke. Jetzt bin ich gespannt. Was wird gemacht? Antwort A eingeloggt. Wanda Shepherd. Searching My Soul. Für Ally McBeal. Du bist ein Wahnsinniger. Das wissen wir von dir ja schon. Sowieso. Tatsächlich war A nur meine zweite Wahl gewesen. Jedoch bin ich froh, dass du spielst. Denn das ist richtig.
Ah, herrlich. 250.000 sind in der Bank drin. Das kann nichts Gutes verheißen. Aber wenn wir zurückkommen, dann spielt er um eine halbe Million mal wieder. Das ist nicht das erste Mal, nicht das zweite Mal. Es ist das dritte Mal bereits schon. Wird das hinbekommen? Wir finden gleich raus. Das ist ein spannendes Spiel, das da. So, das Drama geht weiter mit einer halben Million Euro Frage. Halbe Mille ist noch auf dem Spiel. Frage 13 von 14 möglichen. Jetzt hole ich die Million. Dann, ich wünsche dir viel Glück. Du weißt ja, wie es läuft. Frage 15. Quatsch, 15. Frage 14 ist in Reichweite. 500.000 kommt aber vorher erst. Wir schauen rein. Durchatmen, Frage 13 von München 14. Welche deutsche Band benannte sich nach einem Film von Jean-Luc Godard? Element of Crime, Einstürzende Neubauten, Alphaville, Fehlfarben. Das ist nicht wahr. Lass mich raten, das ist eine Frage, die du hattest. Entweder ist es eine Frage, die er hatte, wenn er das schon so sagt, oder es ist eine Frage, die er einfach weiß. Oder was ich eher weniger glaube, das ist eine Frage. Ich glaube, es war gestern. Ja, das ist furchtbar. Ich sehe schon, ich brauche eine Frage-Wechselfunktion noch dazu drin, anscheinend. Die Frage ist, wenn du es glaubst, ich darf bald nicht mehr mitmachen, ist echt so. Deswegen, ich würde vielleicht Folgendes vorschlagen, wenn die beiden Runs von Unicode und ihm durch sind, machen wir Game Dev weiter, aber indirekt das Spiel. Wir machen nicht das Spiel weiter, sondern wir machen nebendran den Fragen-Editor weiter, dass der zum Laufen gebracht wird, dass wir bald eigene Fragen für den Stream haben, die wir nutzen können. Deswegen höre ich wohl lieber auf, oder? Die Frage ist, wenn du die Frage gestern gespielt hast, ob du die Antwort überhaupt noch weißt. Ich meine, es sieht zwar bekannt aus, aber weißt du es wirklich? Bei seinem Glück kriegt er noch eine Millionenfrage, gleich die er gespielt hätte. Ich bin für einen Malte-Filter, dass der Bot Malte nicht mehr durchlässt. Nicht ohne Grund habe ich die Fragen auch lange studiert, Kappa. Es liegt an dir. Es liegt an dir. $250,000 sind drin. Der Malte wird aufs kleine Stock geschrieben. Nee. Die einzige Art, ihn mit dem Spiel zu mobben, ist, wenn er Fragen bekommt, die er nicht kennt, die er nicht gespielt hat bis jetzt. Und deswegen muss der Frage-Editor fertig werden. Wenn wir jetzt mal theoretisch davon ausgehen, wir haben hier als Beispiel 10 Zuschauer gerade und jeden Tag würde jeder von diesen Zuschauern 2 Fragen reinschreiben. Was glaubt ihr, wie viele so weiter? Du machst freiwillig nicht mehr mit. Du wirst keine Millionenfrage sehen. Was? Das hat dich bei der ersten Folge auch nicht gestört. Oder bei der zweiten Folge. Da hast du auch Fragen gehabt, die du gespielt hattest. Achso, in Zukunft wollte ich schon sagen, wenn du jetzt aussteckst. Aber wenn wir die Frage wechseln, machst du nicht mehr mit. Interessant. Warum nur? Ich will dann ablosen, wenn du sowas machst. Oh ja, dann wird's spaßig.
Final C. Die Aufhörfunktion will doch auch mal getestet werden. Die hatten wir eben schon gesehen. Und jetzt sehen wir 500.000. Macht doch nix. Du hast beim ersten Run hast du auch Fragen gehabt, die du schon kanntest. Und ein Kollege hat Kleber gekauft. Eine Millionenfrage, die du nicht weißt. Ich hoffe, bis jetzt hast du immer bitte Millionenfragen Pech gehabt bei mir. Das war das Gute daran. Ja, nichtsdestotrotz, diese eine Frage bleibt doch aus. Und hier kommt sie. Welche Reihenfolge haben die Farben RTL-Logo von links nach rechts? Das ist eine Millionenfrage? Was? Rot, gelb, blau, gelb, blau, rot, gelb, rot, blau, blau, rot, gelb. What? Ernsthaft? Alter, RTL, jetzt mal ohne Witz. Die Fragen sind ja von euch. Was habt ihr für eine Millionenfrage da in der Datenbank? Jetzt mal ohne Witz. Also, die Frage hat selbst mich überrascht. Ist es die Frage? Klappt Feuerwerk überhaupt? Bei Schaffelformat? Ja, was soll ich dazu sagen? Geschenkt. Was soll das? Fragt mich nicht, die Frage ist der Datenbank, denn die habe ich von denen genommen. Das ist denen ihre Frage. Das klappt natürlich bei Schaffelformat natürlich wieder nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Die Frage ist nicht von mir. Die Frage ist nicht von mir. Boykott. Jetzt haben wir nur noch im Prinzip hier den Unicode im Spiel drin, deswegen. Bitteschön. Ja. Nehme ich noch einmal durch. Ein letztes Mal für heute. Ring. Und los geht's. Womit kann man Leckereien zubereiten? Plätzchen, Kupfer, Kuchen, Silber, Keks, Gold oder Waffeleisen? Ach ja, was hat man gerade den hier wieder? So. Sicher ist sicher. Waffeleisen macht natürlich Sinn, ist auch richtig. So, Runde 1, Frage 1. Hinter der Frage gibt's $500. Solider Start, wir fangen unten nach oben an. Nächste Frage. Na, ich habe gesagt, nach dieser Runde hier ist vorbei. Aber ja, zu den schwersten flugfähigen Vögeln zählt die Stühlente, der Bengtölpel, der Höckerschwan oder die Sofagans. Sofagans. Weil für einen Spieler noch eine Folge anzufangen, lohnt sich überhaupt nicht. Deswegen machen wir quasi alle vier durch. Da habe ich zwei Folgen, die sind eine gute Stunde lang jeweils beide. Wir sind jetzt gerade bei 2 Stunden 36 Streamzeit. Wir haben die zweite Folge angefangen bei einer Stunde und 40 Minuten circa, also passt. Ja, was könnte es hier sein? So schwer ist die Frage nicht, das klingt ein bisschen mies, aber das kriegt man hin. Millionen sind nicht gegönnt, es war zu einfach. Die Frage war aber echt auch ein Witz.
Aber Malte, lieber die Frage, als hättest du die Zauberwürfelfrage bekommen und hättest dann eine viertelhalbe Stunde gebraucht, um es richtig zu beantworten, wo du es die ganze Zeit wusstest. Ich habe eine Idee. Die da wäre. Gibt's 50-50? Nein? Es geht. Check mal kurz hier. Du hast einmal den Publikumsjoker als erstes, du hast als zweites Jump the Question und du kannst einen Freund fragen. Das sind die drei Joker, die du hast. Also einmal alle Fragen, einmal die Frage sprechen, den Geldbetrag dahinter nicht bekommen oder halt eben fragen den Freund. Das sind halt andere Regeln als das deutsche Format in dem Sinne. Ich kann ja schon mal ankündigen, wir haben ja am 28. November unseren einjährigen Stream und tatsächlich werden wir auch da wieder WWM nehmen. Ja, es ist Aufzeichnung für YouTube. Deswegen habe ich das auch extra so betont, von wegen, dass die Frage von denen ist. Und wie viele Karten kommen wir? War aber klar, es kam heute keine Folge mehr auf dem Channel raus. Deswegen habe ich gesagt, weil ich gestern auch nicht konnte und ein bisschen krank auch gestern war, von wegen, wir machen es heute, dann, ne? Ist das schlimm, wenn ich 8% der Fragen auswendig kenne? Eigentlich nicht, also 80% der Fragen, gut, die haben schon viele gespielt. Diesen Donnerstag geht es weiter, oder? Also bei RTL mit Promiflash, oder? Ja. Ich weiß auch, wenn du fragen kannst, wenn du dich spoilern lassen willst. Ja, Unicode. Ich kenne keines der Tiere, lol. Dann nimm einen Joker. Hast drei Stück zur Auswahl. Du kannst Publikum nehmen, bringen oder frag einen Freund quasi. Wie du willst. Sehr spannend am Donnerstag. Unbedingt einschalten. Ich soll schon verraten, wer dort war. Weil Malte war dort gewesen. Ich schwanke zwischen A und C. Stühlente und Höckerschwan. Ja. Sag mal so, welche von diesen welche drei von den vier klingen für dich am dümmsten? Stühlente, Banktölpel, Höckerschwan oder Söfergans? Überleg. Stühlente klingt auch dumm. Also C. Hey, geht doch. Klappt doch wunderbar. Kein Stress. 2000. Immerhin kein Joker verballert bei der Frage. Ist schon mal etwas Gutes. Wir gehen auf die dritte Frage. Hier kommt sie. Wovon reden Fachleute, wenn sie die Menschen in Lärchen und Eulen einteilen? Vom Kleidungsstil, vom Schlafrhythmus, vom Ernährungstrends oder von Flugangst? Bitte nicht spoilern. Ich sag mal so, wer von ihm was wissen will, er kann ihn ja per Whisper oder am Discord anschreiben. Er ist ja auch bei uns auf dem Server auch drauf. Bin vor allem, dieses Jahr macht RTL zwei Weihnachtsspecials. Montag, 12.12. und Freitag, 21.12. Ja, habt ihr gehört, also alle gucken, ne? Wenn ihr schon bei mir auf dem Channel guckt, müsst ihr auch da gucken. Hashtag RTL-Logo, was? Oh nein, das war keine Werbung für den Sender, das war nur Werbung für die Sendung. Die Sendung ist nämlich gut, ich bin nämlich auch gerade hier. Antwort B, Schlafrhythmus. Ich zähle eher zu den Eulen tatsächlich, weil ich bin eher ein Nachtmensch. Hinter der Frage sind 100. Die Runde fängt wieder klein an. 2600 in der Bank. Frage Nummer 4, bitteschön. Was ist angenehm? Hummelige Hitze, korpulentes Feuer, mollige Wärme oder dralle Glut? Antwort C, mollige Wärme, ist ebenfalls richtig. Und hierfür gibt es wie viel? 5000. Gar nicht mal so schlecht, ist ein Mittelfeldbetrag.
5000 werden hinzuaddiert, wir sind bei 7600. Vierte Frage geschafft, hier kommt die fünfte. Die Hauptfigur welchen Films heißt Vivian Ward oder Ward? Basic Instinct, Pretty Woman, Dirty Dancing oder Titanic? Kumpel konnte Karten buchen, konnte ich auch mit hin. Ja, ja. Kumpel hat 4,5 Jahre gewartet, ja. Also, bis ich Karten bekomme, mal so gesagt, ich bin auch auf der Liste drauf, am Stehen und auf Karten am Warten. Ich krieg meine frühestens Anfang, also so um den Dreh, März 2022. So, und Unicode sagt, okay. Hast du eine Idee? Dirty Dancing ebenfalls. Also, den schließe ich aus. Dirty Dancing ebenfalls. Also A oder B. Denk dran, es gibt drei Joker. Du kannst Publikum fragen. Du kannst die Frage springen. Der gelbe Tag mit das an Futsch. Oder einen Freund fragen. Muss ich das bedenken, dass du jetzt kleine Beträge abgeräumt hast. Könnten hinter der Frage hier einen großen Betrag sein. Es kann auch mittlerer sein. Weiß ich jetzt vorher so nicht. Ich hoffe, wenn ich jetzt welche bestellen würde, dass sich der Jauch das so lange noch durchzieht. Ja, das, dauert aktuell 5 bis 6 Jahre. Gleiche Preise, nicht so lange Wartezeiten, oder? Wenn du jetzt, Kenji, wenn du jetzt Millionenshow meinst, da kommst du ohne Wartezeit hin für 6 Euro. Ich frage das Publikum, also alle im Chat einmal aufgepasst bitte. Die Hauptfigur welchen Films heißt Vivian Ward? Das ist Basic Instinct in Pretty Woman, in Dirty Dancing oder in Titanic? Haut eure Antworten in den Chat bitte mal rein. So, Spirit Trash and Pretty, B, 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 B. B. 58% der Antwort B, Pretty Woman. Echt 6 Euro oder Abendkasse oder wie? Ne, die kannst du vorbestellen. Du kannst die vorbestellen schon. Die Tickets für die Millionenshow sind schon 3 Wochen vorher abgreifbar, auch schon bevor sie aufgezeichnet werden. Ja, 58% sind Antwort B. Der Chat sagt komplett auch Antwort B. Klingt sehr eindeutig. Und Kenji, wenn du beim deutschen BWM auf der Warteliste bist, auch mal gerade für alle, die es interessiert, wenn ihr beim Deutschen auf der Warteliste seid, kriegt ihr für diesen Zeitraum, wo ihr fürs Deutsche wartet, für das Österreichische, einen Gutscheincode für alle Karten kostenlos zu bekommen. Das heißt, ihr könnt kostenlos da reingehen. Und Pretty Woman ist richtig. So, wir hatten kleine Beträge gehabt. Jetzt haben wir einen hohen, 10.000 Dollar. Wunderbar, 10.000 sind abgestaubt. Demzufolge ist das Ganze sehr gut gelaufen. 25.000, 15.000 sind auch noch da draußen, sind auch noch 7.000, ein paar gute Beträge haben wir noch. Hier kommt Frage Nummer 6. Wer asiatische Küche mag, gart seinen Fisch auch hierzulande gerne. Im Bananenblatt, in der Kokosnuss, im Bambusrohr oder in der Mangoschale. Nicht ein oder mehrere Male, du kannst im Verlauf dieses Zeitraums von Buchung der Karten bis du BWM rein darfst, kostenlos da rein. Was schreibst du da wieder am meisten? Special-Aufzeichnungen. Ja, bewerben kann man sich auch natürlich da, aber. Die Frage ist, wenn sich jetzt alle für 2 Specials bewerben, dann ist die Chance, dass du wieder drankommst, total gering. Ja, geil, lass mal hingehen. Ist meistens Dienstag oder Donnerstags. Kann ich auch gleich mal nach der Folge hier zeigen. So, Unicode, wie sieht's aus bei dir? Gart sein Fisch auch im Bananenblatt, einer Kokosnuss, im Bambusrohr oder Mangoschale? Ich frag einen Freund. Du hast keine! Sad life. Hier, mein Freund. Ich denke, dass dir das hier gefallen wird.
Ich bin mir sehr sicher, dass es Antwort A im Bananenblatt sein muss. Ich bin mir 61% sicher. Müsste reichen, oder? Dann? Also ja, Final A. Bumm. Im Bananenblatt. Stimmt. Sehr gut. Und hierfür gibt's 7000. Frage überstanden. Sehr gut. 4 Fragen verbleiben in Runde 1. Hier kommt die nächste. Es könnte vielleicht 15.000 oder 25.000 sein. Mal gucken. Wer sich kokett benimmt, fällt sich der französischen Wortherkunft nach eigentlich wie ein Hirschhahn, Hecht oder Halbaffe. Für diejenigen, die sagen im Video nachher, die Folge ist langweilig, hier könnt ihr den Chat mitlesen. Die diskutiert gerade über WWM insofern. Ich glaube Hahn. Willst du es nehmen oder willst du Joker nehmen? Könnte aber auch Hecht sein. Warum kenne ich das nur? Keine Ahnung. Ich bin sozusagen der Experte. Ja, Malte. Malte und sein Fußboot, sage ich nur. Malte und sein Fußboden. Final B. Und wenn jemand sagt, der Malte, der hat ja so ein schönes Modellstudio, wenn der mal wieder eine Folge produzieren soll, dann lasst mal ein Like da und schreibt einen Kommentar auf seinem Channel mal. Den verlinke ich mal in der Videobeschreibung davon einfach mal. Gell, Malte? Eine Folge und danach nie wieder was Richtiges. Richtig. Es ist 1000. So, 1000 geschafft. Wir gehen auf Frage 8. Bitteschön. Was ist der Hauptbestandteil der mexikanischen Spezialität Guacamole? Heuschrecken, Mais, Chili oder Avocado? Schreibt in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, Hashtag Sellout. Es ist etwas geplant. Ja, dann hopp. Wir wollen was sehen, Leute. Wir wollen was sehen. Final D. Ist drin, ist dran und ist richtig. Sehr gut. So, und für diese Frage gibt es wie viel? 15.000, sehr gut. 15.000 sind damit in der Bank. 2 Fragen bleiben in Runde 1. Eine von den beiden kannst du noch springen. Die Frage ist nur welche. Hinter einer von den beiden sind noch 25.000 versteckt. Das könnte interessant werden mit dieser Frage. TV-Serien wie CSI führen nachweislich zu einem steigenden Interesse an der Tiermedizin, Volksmedizin, Zahnmedizin, Rechtsmedizin. Du warst dieses Jahr 7-mal im Studio, 5-mal Millionen Show und 2-mal WWM. Final D. Richtige Antwort. Sehr gut. Und da kommen die 25.000. Ja, Justin war er. So, und hier kommt noch die 10. Frage für Runde 1. Das kriegen wir noch hin. Der mit dem Oscar prämierte Regisseur von Forrest Gump führte ebenfalls Regie bei Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Dirty Dancing oder Terminator. Jetzt springen. Kein Plan, also ich springe. Sehr gute Entscheidung, also hast du Runde 1 so oder so geschafft.
Frage ist gesprungen, was war die richtige Antwort gewesen? Zurück in die Zukunft. Dahinter war nicht mehr viel gewesen, das sind maximal 3000, die wegfallen. Jawohl, das sind sie auch schon. Insofern, die Frage ist gesprungen und wir gucken mal rein, was Runde Nummer 2 zu bieten hat mit dieser einen Frage hier. Bitteschön. Welches berühmte Gebäude entwarf der dänische Architekt Jørn Utzon? Sacré-Cœur in Paris, das ist ein Übersetzungsfehler vom Format her. Moskauer Kreml, Opernhaus in Sydney oder Arena auf Schalke? What? Also Sacré-Cœur? Das sind diese E's mit dem Ding unten dran, Sacré-Cœur? Moskauer Kreml, Opernhaus in Sydney, Arena auf Schalke. Reborn, du weißt doch, Österreich macht doch gar keine Werbung. Apropos, ist doch Montag, jetzt müsste gerade noch Folge laufen. Sind sie Quatsch, lief von einer Stunde. Wie viel Geld hast du gerade? Du hast jetzt gerade in der Bank 65.600 Dollar gesichert. Das ist bis auf 3.000 aus Runde 1 alles, was drin war. Du kannst mit dem Geld aussteigen, dann hast du das Geld. Wenn du aber jetzt falsch antwortest, gehst du auf 25.000 runter und du gehst auf 25.000 hier raus. Leditus, ich hab ja auch gemeint, heute Millionenshow, nicht Dings, nicht WWM. Aber zum letzten Mal, Gott sei Dank, nee, die Millionenshow meinte er. So, die Frage ist jetzt natürlich, Unicode, was machst du? Willst du es riskieren? Du kannst 35.000 gewinnen, aber auch Gegenstück 50.000 verlieren. Ich müsste zocken. Die Frage ist, willst du das tun oder nicht? Liegt an dir. Willst du zocken, ja oder nein? Liegt an dir. Sacré-Cœur, Moskauer Kreml, Opernhaus in Sydney, Arena auf Schalke. Stattdessen läuft so ein ja. Final C. Er hat sich überwunden. Der dänische Architekt Jørn Utzon, was hat der entwickelt? Und das war's, glaube ich. Ob es das für dich war, sehen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So, das ist ja schlimmer als bei RTL mit der Werbung. Es ist, mag zwar schlimm sein, aber es ist auch richtig bei ihm, deswegen. So, 100.000. 100.000 geschafft, 250.000. 250.000 ist die nächste Frage wert. Frage Nummer 12 lautet wie folgt. Wobei handelt es sich um eine Gattung der Rosengewächse? Kieselkirsche, Steinpfirsich, Felsenbirne oder Bergapfel? Um eine Gattung der Rosengewächse. Hallöchen Artemus, wie geht's euch jetzt?
Ich bringe zu Weihnachten ein Weihnachtsfest aus meinem Studio. Sehr geil, sehr geil. Alles Wonderbra, sehr nice, sehr nice. Wann streamst du mal wieder, du alte Sau? Ich glaube B, die Frage ist, willst du es jetzt bei der Frage riskieren? Diesmal ist es folgendes, du verlierst 3/4 von deinem Gewinn, fällst von 100.000 auf 25.000 runter. Du kannst aber auch mehr als doppeln auf 250.000. Du hast keinen Joker mehr, schon seit ein paar Fragen, das muss dir bewusst sein. Hatte vor, gestern die Wäsche zu machen. Morgen ist geplant. Gut, morgen ist nämlich keiner von meinen Streamtagen passt. Ein kleines Vorjubiläum. Ich glaube, bin ich aber unsicher. Final B. Stein für sich, sagst du. Absolut unsicher gewesen. Nein. Es wäre die Felsenbühne gewesen. Es sind somit leider nur 25.000. So, jetzt aber, das soll es mit der zweiten Aufnahme schon gewesen sein. Die 4 Runden waren nochmal sehr unterhaltsam gewesen. Am Ende ein quasseliger Chat, aber dennoch, es war eine super Runde. Und wir machen demnächst im Stream natürlich wieder weiter. Ihr wisst Bescheid, bei YouTube, ihr wisst, wenn ihr mitspielen wollt, auf Twitch kommen. Da gibt es immer die ganzen Folgen live zum Mitmachen. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von der Folge. In diesem Sinne, bis in Bälde, haut rein und tschüss.